Hallo zusammen, ich zeige euch heute das Einhorn, was sich meine Enkelin gewünscht hat. Also, wir stricken ein Pullover mit einem Einhornmotiv auf der Passab-Maschine. Los geht's. Also, sie hat sich ein Bild aus dem Internet gesucht, ein Einhorn. Das war eine Malzeichnung, die haben wir gekauft. Und jetzt wollen wir diese Malzeichnung zu einem Strickbild konvertieren. Dafür gehe ich jetzt hier in das Grafikstudio. Ich habe das Bild in einer BMP-Datei umgewandelt. Das ist hier. Und werde das nicht ganz so groß machen und setze vor allen Dingen den Rahmen jetzt so, dass das Pferd eingepasst ist. So. Weil das Pferd sehr groß ist und das Mädel erst 4 Jahre, das heißt der Pullover sehr klein, würde auf dem Vorderteil dieses Pferd nicht passen, da wir hier den Halsausschnitt hätten. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses Pferd kommt auf die Rückseite vom Pullover und ein Einhornkopf, den sie sich ausgesucht hat, kommt auf die Vorderseite des Pullovers. Fangen wir also jetzt mit der Rückseite, mit der Gestaltung an. Ich bin hier im Typ von Diagramm und zwar haben wir hier die Type und da können wir auswählen, ob es ein Bild ist oder ein Diagramm. Also ein Bild hat immer mehrere Farben und ein Diagramm besteht immer aus 2 Farben, was in unserem Fall schwarz und weiß ist. Dann werde ich erstmal die Farbpalette aufrufen und werde aus dem Grau ein Dunkelgrau machen, so dass ich jetzt 2 Farben habe, weiß und dunkelgrau. Ihr könnt auch noch ganz schwarz nehmen, aber dunkelgrau wird schon reichen. So, jetzt habe ich also mein Bild hier und ich gehe jetzt hier auf den Assistenten und sage ihm erstmal, dass wir ja klar ein Diagramm machen und gebe jetzt die Maschengröße an. Und zwar hat er im Moment 86 x 88. Und das würde mir jetzt überhaupt nicht helfen, weil ich muss ja wissen, wie groß wird der Pullover. Und damit gehen wir erstmal in den Schnitt und gucken dann, wie wir das Bild gestalten. Also ich gehe hier wieder raus und gehe jetzt hier oben in den Schnitt. Ich habe jetzt hier einen Schnitt schon fertig gemacht, einen ganz normalen Standardschnitt. Den suche ich hier mal raus. Und da hätten wir jetzt den Schnitt, aber natürlich ist das falsch. Also den nehmen wir mal eben raus. Und hier haben wir jetzt die Schnitte. Und ich muss mal eben gucken nach der Maschenprobe. Ja, das stimmt alles. Da wir das Rückenteil wollen, muss ich da natürlich gucken. Ich gucke unter Ansicht. Und hier habe ich die Teile als Maschen. Und wir sehen, ich habe auf der Rückseite tatsächlich 88 Maschen und 90 Reihen. Das war eben schon drin, weil ich natürlich schon dieses Bild gemacht habe. Aber jetzt weiß ich, dass ich das brauche für mein Bild. Also 88 Maschen und 90 Reihen. Ich kann also jetzt wieder in das Grafikstudio gehen. Mache mir wieder mein, erstmal so ist etwas kleiner. Mein Rand ist okay. Und ich gehe wieder auf den Assistenten und jetzt weiß ich, also nun werde ich nicht 88 Maschen nehmen, weil ich will ja nicht ganz an den Rand, da soll ja praktisch auch noch Platz für die Naht bleiben. Darum habe ich hier 86 und hier 88 Maschen genommen und ich sage jetzt anwenden und ich sehe, das ist ein gutes Karo, was er da gemacht hat. Das lasse ich auch so und dann hat er wieder hier grau genommen, da will ich schwarz haben. Nimm den jetzt mal raus und lass ihn da mal rechnen. So, und dann sehe ich, dass das so fast ganz gut ist. Was mir noch nicht gefällt, ist, hier zwischen muss ich eine Lücke machen. Aber generell kann ich so lassen. Hier muss ich ein bisschen verbessern. Und vom Auge muss ich etwas mehr freilegen. Aber ansonsten ist das schon ganz gut. Auch das Ohr ist hier gut rausgekommen. Das Einhorn ist hier gut rausgekommen. Also ich lasse das jetzt so, sage okay.
speichere dieses Foto ab, so wie es ist, dass ich das sicher habe, falls ich noch was verändern will. Und bin jetzt Passabmaschine, Technik 180, zwei Farben Jacquard. Ich sage okay. Und werde jetzt noch hier ein bisschen verarbeiten. Ich nehme also den Stift und male mir hier das noch etwas zu. Da etwas weg. Hier muss ich jetzt eine Lücke lassen. Hier würde ich den jetzt auch etwas anders machen. Der kriegt einen anderen Schwung. Dann gucke ich, dass die Beine hier zu sind. Hier mache ich immer gerne noch so einen kleinen Bogen rein. Hier kann ich auch etwas weiter reingehen. So. Und hier ist mir das ein bisschen zu eckig hier unten. So, das wäre jetzt das Einhorn für hinten. Und jetzt brauchen wir ja noch das Einhorn für vorne. So, nachdem wir uns jetzt diese Zeichnung als Strickdatei fertig gemacht haben, gehen wir jetzt nicht in den Schnitt, sondern gehen in Musterdesigner über Datei und wählen jetzt hier neues Setup. Hier gehe ich jetzt in den Schnittbereich und suche mir jetzt meinen Schnitt aus und suche mir davon das Rückenteil aus. So, das wollte ich haben. So sieht mein Rückenteil jetzt aus. Nun hole ich über Bearbeiten, über Import, Single Motiv, mir mein Einhorn. Das war dieses. Und ich habe ja gesagt, wir haben hier nach 88, 86 hier die Größe geguckt, 88, 89 sogar. Und dabei stellen wir jetzt fest, wenn ich das Einhorn hier reinmache, dass es nicht passt, weil die Breite leider oben in dem Armbereich ist. So, ne, ihr seht, hier würde jetzt, ich mache das jetzt hier mal weg, hier würde jetzt der Schweif reinpassen, aber von der Mähne würde hier etwas verloren gehen. Nochmal. Dafür machen wir Folgendes. Ich gehe jetzt einfach, hole mir das Einhorn und da wir ja wissen, wir haben hier die Breite, wir gehen auf Skalieren und wir brauchen die Breite, war es ja, die das Problem ist. Und wir haben jetzt hier Maschen und zwar hatten wir ja 86 Maschen. Da das ja jetzt aber zu breit an einer Stelle waren, machen wir das jetzt etwas schmaler und dafür etwas höher und sagen jetzt 80 Maschen statt 86. So, wenn wir jetzt unser Teil wegmachen, ist ja natürlich nicht richtig, weil er, ich mache mal diesen Bereich weg, so, dann haben wir haben hier ein bisschen Probleme, das müssen wir nur noch ausbessern, hier ist jetzt sogar noch schlimmer. Das habe ich aber schon gemacht, ich hole das jetzt mal, ja, also hier ist das alte Motiv, zeig das nochmal, so sah er aus, mit 88, gehen wir hier jetzt auf die Skalierung, 86, 88 und jetzt hole ich nochmal den richtigen, den ich jetzt schon skaliert habe und ausgebessert habe und der sieht so aus. So, fangen wir also nochmal an, wir holen das Set ab. Ich hole mir den Rücken, sage okay, okay, mache mir den jetzt schon mal weg, hole mir über Import das Single-Motiv und jetzt das schmalere, ziehen mir jetzt hier rein, so dass er hier auch genau reinpasst. Ihr seht, ich kann jetzt, wo ich hier noch diese an der Maus diesen kleinen Zettel da hängen habe, was ihr seht, kann ich jetzt, wenn ich hier reinklicke, festhalte mit der Pfeiltaste, um einen nach unten gehen, oder zum Beispiel, ihr könnt es hier sehen, kann das hier nach oben verschieben, was ich natürlich nicht will. So, ich will noch ein tiefer, weil ihr seht, jetzt ist er hier genau drin und hier ebenso. Und unten habe ich noch eine Reihe frei,
Jetzt bestätige ich mit Enter und mein Teil ist fertig. Jetzt mache ich hier diesen Teil weg und jetzt seht ihr, passt mein Einhorn da rein. So, das wäre nun also das Rückenteil. Beim Vorderteil habe ich jetzt das Foto nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, schon aus Versehen gelöscht. Da könnt ihr ja sehen, es wird genauso gemacht wie dieses. Da habe ich eben ein Vorderteil. Und dann habe ich die Ärmel nur noch mit, das wollen wir mal rausmachen, die Ärmel, die habe ich jetzt nicht mehr im Jacquard gemacht, sondern ich habe unten drei Streifen und hier oben nochmal die gleichen Streifen in der Farbe, wie das Einhorn ist. So, das wäre jetzt praktisch der Schnitt und nun geht es weiter an der Maschine. Das Vorderteil ist jetzt dran. Ich habe also unten jetzt erstmal 10 Reihen für den Saum gemacht und jetzt bin ich gerade eben angefangen mit dem Vorderteil, also mit dem Muster. Was ihr jetzt hier seht, das ist, dass die Ärmel jetzt nicht Cut and Sew sind. Der Grund ist, dass ich die abnehmen möchte, weil dann habe ich schönere Abnahmen, als wenn ich das schneide. Ich werde also nur den Halsausschnitt ausschneiden. Das Ganze kriegt ihr hin, indem ihr praktisch jetzt nicht das als Muster ladet, sondern als Schnitt. Das zeige ich euch aber im DK-Video. So, ich habe mir jetzt das Vorderteil geholt, will jetzt das Einhorn den Kopf einfügen, indem ich jetzt hier, also ich habe jetzt praktisch über neues Muster-Setup mir den Schnitt geholt, das Vorderteil, und hole mir jetzt über Import Single Motiv mir meinen Kopf. So, den setze ich jetzt hier unten rein. Ich setze ihn ziemlich tief, weil ich möchte den Namen Anouk noch mit einfügen. Und ich mache den Namen Anouk. So, der ist mir zu groß, den lösche ich mal eben. N-U-K. Anouk. So, ach, das wollte ich auch nicht groß schreiben. So. Okay, fertig. Jetzt nehme ich das Lasso und ziehe die Buchstaben. Also den dahin, den dahin, den dahin. So. Und das K. So, dann hatte ich das Schwarz. Da habe ich so ein, ich lasse es jetzt einfach mal, dieses Rot. Und dann nehme ich auch das Gelb. Muss ich mal eben gucken, welches das ist. Das ist dies hier rechts. Und das Rot links. So, das wäre jetzt so fertig. Und dieses machen wir jetzt als Cut and Sew. Das ist relativ einfach. Indem wir jetzt einfach hier bei den Schnitt auf Cut and Sew gehen. Jawohl, das will ich sichern. Dann mache ich mal eben. Front soll das ja werden. Und ich lasse jetzt hier alles so stehen, dass er praktisch so abwechselnd die zwei Farben nimmt und sage okay. So, was er jetzt gemacht hat, ist das Orange noch genommen, was wir vorher hatten als Hintergrundfarbe. Aber wir nehmen ja jetzt dieses Blau als Hintergrundfarbe. Das heißt, ich gucke eben, dieses Blau ist das. Der kriegt also die rechte und der, nee, der kriegt die linke und der die rechte. Und dann tauschen wir. So, und jetzt seht ihr, jetzt kann man das so machen, dass ihr sowohl die Ärmel als auch den Halsausschnitt ausschneidet. Dann braucht ihr das nur im interaktiven Stricken komplett als Muster laden. Das werde ich euch jetzt auch mal so zeigen. Ich werde das jetzt also so erstmal abspeichern.
Ich gehe jetzt ins interaktive Stricken. Und habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann es jetzt hier als Schnitt holen oder ich hole es mir als Muster. Und wir gehen jetzt mal vom Muster aus. Ich hole es also als Muster. Ach, da habe ich die Farben wohl noch nicht richtig eingestellt. Das war der Fehler. Jetzt nochmal hier gucken, die Option. Zwei Farben haben wir ja. Eins, zwei Farben. Alles richtig. Farbwechsel haben wir auch. Aber hier sind drei Farben. Dann werde ich mal eben rausnehmen. Da ist scheinbar irgendwas noch falsch. Okay, packen. Jetzt haben wir zwei Farben. Jetzt ist es gespeichert. Und jetzt müsste es funktionieren. Ja, jetzt geht's. So, dann wussten wir ja, der Schnitt war 88 Maschen. Und 89 rein. Das müssen wir natürlich jetzt auch so lassen und sagen, okay. Okay. Und jetzt seht ihr, würdet ihr das praktisch ganz gerade so hochstricken und hier würde er jetzt praktisch dieses Schachbrettmuster machen, aber er wird das jetzt genau so nur als Rechteck stricken. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das anders gemacht. Ich bin jetzt also hier auf den Schnitt gegangen, hole mir das gleiche nochmal. Hol mir jetzt die Front und jetzt sage ich, als integrierte der Schnitt möchte ich es haben. Und nun passiert Folgendes. Jetzt strickt er das als Schnitt, indem auch die Ärmelabnahmen gemacht werden. Aber hier oben, ich sehe gerade, hier ist so ein kleiner Fehler drin, aber das schadet nachher nichts. Da stricke ich einfach weiter. Hier oben wird dann praktisch das ausgeschnitten. Das heißt, dieser ganze Bereich, den schneide ich nachher aus und habe ich meinen Halsausschnitt. So sehe das jetzt also aus. So würden wir das jetzt stricken. Und das zeige ich euch an der Maschine. Der Film leider von dem Vorderteil ist nichts geworden. Deswegen kriegt ihr gleich den Rückenteil gestrickt zu sehen. Was jetzt hier aber ist, ist, das Vorderteil ist fertig und ihr könnt jetzt hier sehen, wie ich ausgeschnitten habe und die Kante mit der Overlock-Maschine versäubert habe. Dafür habe ich auf der Rückseite Sprühstärke gemacht und habe noch ein Nahtband gelegt, habe da drumherum geschnitten und habe dann ohne dem Nahtband praktisch mit der Overlock die Naht befestigt. Und hier seht ihr nun das ausgeschnittene Teil, was man entsorgen kann, was der Halsausschnitt ist. Weiter geht es jetzt im Video erstmal mit dem Rückenteil, wie ich das stricke. Ich mache Anschlag 2, diesmal ohne Konsole, indem ich eine Reihe jetzt NN gestrickt habe und jetzt stricke ich CX. Erhöhe um 2 Punkte hinten CX und ich stricke 2 Reihen. Ich erhöhe wieder um 2 Punkte bzw. auf 3,5. Und beide Schieble auf N. Und jetzt stricke ich eine Reihe. Und nun stricke ich noch 6 Reihen. Bunt. Jetzt fange ich mit dem Muster an. Das Vorderteil ist fertig gestrickt. Dies ist jetzt das Rückenteil. Ich habe schon den integrierten Download in die Konsole gemacht, genauso wie beim Vorderteil, was ihr gesehen habt.
und fange jetzt an, mit diesen unteren Reihen noch ohne zweite Farbe zu stricken. Startposition. Bestätigen, Anschlag, nein, will ich nicht. Da gehe ich jetzt auf ABC, weil ich gleich Muster A will. Muster A bestätige ich. Und jetzt geht es vorwärts, und zwar SX, Einzähler 0, hinten GX, GX, also wie gehabt, und zwei Reihen 0. In der zweiten Reihe 0 werden jetzt die Stößer von vorne zugeschoben. So, da sind sie alle. Der ist zu viel. Bestätigen und eine Reihe 0. In den Stößern ist keine Veränderung. Der Grund ist, dass ich ja erstmal noch einige Reihen in einer Farbe stricke. Nadeln hinten bestätige ich und Stößer hinten bestätige ich. Farben, Maschengröße, Abstreifer Orange, LX, BX. Das wäre die Konsoleneinstellung. Hinten seht ihr jetzt die Stößereinstellung, die Schlitteneinstellung, Reihenzähler 0, Abstreifer sind drin, vorne ist LX, hinten ist BX und ihr seht, die beiden Pfeile sind eingedrückt. Farbenwechsler aktiviert. Wie man sehen kann, bin ich jetzt hier in den Ärmelabnahmen, hier oben, und es wird mir auf rechts und links immer genau angezeigt, wie viel Maschen. Also unten seht ihr jetzt aktuell in der 220. Reihe angefangen, eine Masche abnehmen, alle 8 Reihen und das Ganze 5-mal. Und dann in der 260. Reihe eine Masche abnehmen, 96. Reihe, 96 Reihen und das Ganze einmal. Also 96 Reihen hoch und dann einmal eine abnehmen. Dabei ist wichtig, dass ihr nicht vergesst, eure Stöße außer Arbeit zu nehmen und die Nadeln weg, weil wenn sonst die Nadeln zwar weg sind, aber die Stöße in Arbeit, dann schiebt er die Nadeln wieder vor. Die Ärmel werden ohne Muster gestrickt. Das heißt, ich habe jetzt hier nur die Kontrolle vom interaktiven Stricken. Ich brauchte jetzt ja kein Muster in die Konsole laden. In der Konsole habe ich jetzt praktisch den Anschlag ohne Konsole gemacht. Und jetzt, statt ein Muster einzugeben, habe ich praktisch dem Muster A
gesagt, dass ich die Technik 180 stricken will. Das bedeutet, ich stricke jetzt Jacquard, aber nur in Unifarben. Ich habe jetzt die beiden, also eine Schulter zusammengestrickt, habe das jetzt auf die Silberrettmaschine gehangen und mache jetzt hier den Halsausschnitt, indem ich das per italienischer Müllschluckerblende stricke. Hier seht ihr nun das Vorderteil. Das habe ich ausgestickt farblich. Die Enkelin wollte nicht mehr Farben, also nur die beiden, und die Rückseite wollte sie gerne ohne ausgestickt. Und so hat Oma das dann auch gemacht. Und das sieht fertig aus, es passt der Kleinen wunderbar und sie ist richtig happy mit ihrem Einhorn.